Bewegung kommt auf, und zwar gar nicht so schlecht. Wir sehen das hier bei den Indizes. Das ist so ungefähr das, was wir ja gestern noch miterlebt haben und mit der Erwartungshaltung, dass wir irgendwann mal wieder zurückkommen. Ja, wir erinnern uns doch, wir mögen doch diese Fünffälligkeit, nachdem wir hier vorne ja schon hier die Korrektur hatten, anschließend der Markt jetzt. Vielleicht kriegen wir hier gerade die nächste Korrektur. Das wäre doch cool. Dann hätten wir noch mal einen Anstieg hier nach oben und hätten dann den ersten Teil zumindest der Bewegung schon mal abgeschlossen. Wie weit das dann genau geht, werden wir sehen. Aber das ist so halbwegs meine Erwartungshaltung. Das heißt, aktuell sehe ich ganz gute Chancen, dass wir hier irgendwo in der Korrektur sind, die uns auf welche Art und Weise hier ein bisschen mal Zeit und aber auch günstige Kurse noch mal gönnt. Das wäre durchaus verträglich und würde in dieses Gesamtbild passen, denn diese Seite ist einfach zu lang im Verhältnis zu dieser, als dass es das schon war. Und jetzt so weiter nach unten, ja, ausschließen kann man das natürlich nicht, aber es ist immer nicht das typische Verhalten. Und wenn man das hier in den Gesamtkontext mal bringen will, wie wir das hier im übergeordneten Bild haben, klar, es ist schon denkbar, dass das Ganze hier passiert, aber auch dieses Bild ist noch nach wie vor gültig, es ist noch möglich. Und wir sehen, beide Szenarien gehen erstmal von steigenden Kursen aus. Das heißt, ich muss mich noch gar nicht festlegen, ob es nur dieses Bild oder sogar dieses Bild jetzt hier wird, also mit noch weiter steigenden Kursen. Auch da ist es ja zu erwarten, dass wir dann irgendwann mal ein bisschen runterkommen und dann weiter. Ihr seht schon, das ist in manchen Teilen relativ ähnlich identisch. Nur irgendwann dreht der Kurs dann entweder nach unten weg oder bleibt dann auf dem Weg nach oben. Das ist aber noch nicht jetzt der Fall, zumindest nicht nach meiner Erwartungshaltung. Die muss nicht immer erfüllt werden, aber klassisch wäre das. Das heißt, ich kann mich jetzt noch nicht festlegen. Ich weiß, viele wünschen sich das. Ah, musst du doch mal aus dir rauskommen. Dann sag doch mal, leg dich doch mal fest. Nein, ich bin Händler, ich leg mich nicht fest. Dieses Bild, dass wir hier weiter nach oben gehen, absolut realistisch, dass es jetzt sofort passiert. Aber die zweite Variante ist mir mindestens genauso lieb. Aus mehrerlei Hinsicht sogar auch fundamental nachvollziehbar noch. Wir haben jetzt ja die Präsidentschaftswahlen. Heute haben wir heute Abend, also nicht die Wahl, aber heute Abend haben wir oder heute Nacht aus europäischer Sicht gesehen, haben wir zumindest mal erste Hinweise, wie die TV-Schlacht zwischen den beiden Kontrahenten, ob das wirklich eine Schlacht wird oder ein müder Verein, das werden wir dann noch mal sehen. Vielleicht wird es auch eine Lachnummer, lassen wir uns da mal überraschen. Aber das wird uns sicherlich die nächsten Tage und Wochen noch ein bisschen begleiten. Und ob das dann schon dafür sorgt, dass der Markt jetzt frohen Mutes sagt, ja, nee, das wird schon super. Ich wage das ein bisschen zu bezweifeln. Aber wir wissen, es kommt nicht auf mich drauf an. Deshalb gucken wir auf das, was der Chart macht. Und das ist aktuell auf jeden Fall mal cool für die Long-Seite. Dementsprechend, wann immer, auf welcher Zeitebene auch immer, ob im Kleinen oder im Großen, wir eine Korrektur bekommen, das kann man erstmal für Anstiege nutzen und dann, wie gesagt, zum späteren Zeitpunkt, da kann man dann drüber nachdenken, dreht der Kurs, aber auch das können wir ja wieder erkennen, ob wir dann sowas bekommen oder eben solches. Das heißt, vorläufig die Long-Seite noch, höchstens im kleineren, vielleicht die Short-Seite. Ich hatte hier sogar vorhin schon mal so ein bisschen die Ahnung, ah, Mensch, klasse Abwärtsbewegung, dann hier vielleicht nach oben. Das wollte der Markt aber noch nicht so richtig nutzen. Das war also bis jetzt hier eher noch so der Versager. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Denn auch jetzt nochmal so eine Abwärtsbewegung, einfach um dieses Bild zu komplettieren, wäre ja immer noch kein Drama. Also wir hätten da noch alle Möglichkeiten offen auf eine etwas größere Korrektur, die dann in diesem Bild uns, jetzt gehen wir nochmal einmal zurück, ich springe hier zwischen den Zeiten hin und her, dann vielleicht irgendwie sowas hier in irgendeiner Form in Anlehnung an das hier nochmal bringt, um dann, wie gesagt, den nächsten Aufwärtsmove dann wieder mitzumachen. Ihr seht, es ist immer wieder das Gleiche. Lassen wir uns also überraschen, ob der Markt das dann auch so schön ausprägt. Denkt immer daran, wenn es im Nasdaq doof aussieht, mal gucken, ob es hier vielleicht besser ist im S&P 500. Grundsätzlich natürlich das gleiche Bild, da sind wir sogar noch weiter weg von dieser Tiefmarke oder von der typischen Rücksetzermarke der 38,20 beim Dow Jones. Da sind wir ebenfalls noch ganz weit weg, nicht irreführen lassen, das ist die 23,6er hier. Das heißt, wir haben in diesen Märkten noch eine Menge Platz, bis der Kurs dahin kommt, was eben dafür auch noch spräche, dass wir eigentlich irgendwie sowas in dieser Richtung nochmal bekommen. Ihr seht die Analogie zu dem anderen, was wir gerade gezeichnet haben. Ob das wirklich so tief geht und so lang, wie ich es jetzt gezeichnet habe, aber so in dieser Grobrichtung sollten wir auf jeden Fall uns da nochmal offen lassen dafür. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute für heute Nachmittag. Drückt euch die Daumen, wenn ihr auch mal Intraday-Informationen bekommt, zum Beispiel wie dieses Bild sich dann hier
ausgeht, also wenn ihr dazu Informationen bekommen wollt, dann meldet euch gerne an hier bei Born for Trading. Da habt ihr die Möglichkeit, das jetzt hier über diese Partneraktion hier auf finanzmarktwelt.de dann eben zu nutzen. Probiert das ruhig mal aus. Dann bekommt ihr auch solche Nachrichten, wenn es mal dann losgeht, möglicherweise. Ich kann es nicht garantieren, dass ich das immer sofort bringe, aber viele, viele Informationen zum aktuellen Markt und auch eine Menge Trading-Ideen natürlich on top. Also in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.